Hallo, ich bin Wilhelm und ich betreibe ein paar Fitnessstudios hier in Hamburg. Man sollte immer meinen, dass im Fitnessstudio die Fitness im Vordergrund steht, aber die meisten Premium-Anbieter im Premium-Segment haben immer noch diesen Wellness-Schwerpunkt, denen fehlt oftmals die Expertise. Ich denke, wir haben eine sehr gute Expertise im Trainingsbereich, wir haben eine sehr gute Gerätezusammenstellung, weil ich eben auch aus dem Leistungssport komme und da von vornherein meinen Fokus gelegt hat. Es ging nicht darum, möglichst viel Geld mit dieser Unternehmung zu verdienen, sondern es ging darum, das perfekte Zuhause von Athleten zu schaffen. Erbgym ist die Essenz eines Fitnessstudios. Erbgym ist hart, ist authentisch, ist echt. Erbgym tut weh, ja, verursacht ein paar Schmerzen, aber eben auch einen riesen Reward, eine riesen Belohnung für die eingebrachten Mühen. That's right, I'm coming back like OJ, like a running back in his old days, still rocking those OJs. My paychecks get a little bigger, but that don't change me or make me richer. Nee, mein Ziel ist grundsätzlich immer weiter zu wachsen, und zwar solide weiter zu wachsen. Wichtig ist mir da dabei eben, dass die Essenz erhalten bleibt, dass das, was die Marke ausstrahlt und ausmacht, das ist nicht verhandelbar. Ja, aber ich denke, mit dem richtigen Partner, der das eben erkennt in der Form und der genau diesen Asset zu schätzen weiß, haben wir schon Lust darauf, auch mal eine Stufe weiterzugehen. Eben dadurch, dass man wächst, kommen auf einmal Probleme und Herausforderungen, die man so vorher nicht gesehen hat. Und irgendwann fängt man dann an, Rechtsanwälte zu brauchen, ja, was man so auch nicht gesehen hat. Und da ist man dann auch sehr dankbar dafür, wenn man gute Partner an der Seite hat. Es gibt viele Juristen, es gibt auch viele Juristen, die ihr Handwerk verstehen, aber nur wenige, die wirklich auch meinen Bedarf erkennen. Und da muss ich wirklich sagen, also wenn ich sagen darf, gerade mit Dr. Luca, da habe ich jemanden, einen Sparring-Partner wirklich, der mich versteht, mit dem ich reden kann. Und jetzt nicht in einer juristischen Fachsprache, sondern wirklich eben auf Augenhöhe habe ich einen Sparring-Partner und er überträgt es dann quasi in juristische Fälle, in Dokumente, in Vertragswerk etc. Und das ist ein Riesenasset, muss ich wirklich sagen, und lässt mich auch gut schlafen.